Wir sind jetzt in einem Teil unserer Veranstaltung angekommen, nach den Workspaces, wo es nochmal darum geht, dass die Ergebnisse der einzelnen Workspaces, die ja nicht für alle präsent waren, kurz vorgetragen werden. Und für einen Moderator ist das jetzt eigentlich ein ganz einfaches Intro, weil ich sehr schnell das Wort an diejenigen übergeben kann, die an den einzelnen Workspaces teilgenommen haben, beziehungsweise die die einzelnen Workspaces moderiert haben. Und da fange ich am besten mit dem Workspace 1 an. Der Workspace 1 ist ein Workspace, wo es um die Frage geht, wer sind die Opfer, wer sind die Täter? Und diesen Workspace hat der Dr. Norbert Reichel moderiert. Und Herr Reichel, ich bitte Sie, kurz etwas zu resümieren, wie die Arbeit im Workspace abgelaufen ist, zu welchen Ergebnissen oder Erkenntnissen Sie gekommen sind. Das ist natürlich etwas schwierig, das so zusammenzufassen, zu welchen Erkenntnissen und Ergebnissen wir gekommen sind. Eher kann man sagen, dass wir Hypothesen formuliert haben oder genauer gesagt, Sandra und ich haben uns etwas lange unterhalten, was auch, glaube ich, gar nicht ganz gut war, das alles genauer mal zu zeigen. An 7 verschiedenen Bildern haben wir das Verhältnis zwischen Opfern und Tätern versucht zu analysieren, und ganz am Schluss, wo wir ja rausgeworfen wurden, da kam es eigentlich zu einem ganz interessanten Gesichtspunkt, nämlich dem Gesichtspunkt, dass das Verhältnis zwischen Opfern und Tätern mitunter sehr schwierig darzustellen ist und die Eindeutigkeiten auch nicht immer da sind. Das war gerade bei einigen der Bilder, die wir hatten, da schon deutlich. Ist natürlich klar, die Frauen, die in Mexiko da gezeigt werden, die Gewalt durch ihre Männer erlitten, natürlich waren die Opfer. Sie saßen in Gefängnissen. Was sie selber gemacht haben, das wissen wir jetzt nicht im Detail. Das ist jetzt auch nicht Thema. Es war ein Projekt, das wir hatten, in der Sandra mit Strafgefangenen und mit Studierenden in der JVA Siegburg und an der Hochschule St. Augustin gearbeitet hatte, die das Thema Freiheit dann aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten thematisierten. Es ging immer ineinander über. Mir fiel dann dazu noch ein, wenn ich jetzt an die DDR-Geschichte denke, mit der ich mich ja ziemlich intensiv in meinem demokratischen Salon beschäftige. Es gibt eben viele Menschen, die haben bei der Stasi nicht nur die Opfer, sondern auch die Täterakte. Sie frage, welche die dickere ist. Also das heißt, es gibt Ambivalenzen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass bei der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema es sich eben nicht um Dokumentation handelt. Also Sandra hat sehr deutlich gemacht, dass sich die Fotos, die beispielsweise in Abu Ghraib oder Guantanamo gibt, die dann auch zu Bildern geführt haben, die sie gemacht haben, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das heißt, es wird im Grunde dekonstruiert, was auch dekontextualisiert, was geschehen ist, und macht eigentlich dann noch viel deutlicher, was eigentlich das ist, was da an verbrecherischer Tat geschieht. Ich würde noch mal mit einem Satz den kurzen Bericht abschaffen, den hatte ich am Anfang gesagt. Es ist ja immer die Frage der Erinnerungskultur, wie man zur Empathie kommt. Und Empathie wird immer so als ein Allheilmittel gesehen, dass dann etwas nie wieder passiert. Ob wahre Empathie möglich ist, so einfach, weiß ich nicht. Und ob das kulturelle Gedächtnis tatsächlich, von dem Frau Aßmann sprach, so wirken kann, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass die Erkenntnis und das Eingeständnis und auch eine offene und ehrliche Auseinandersetzung mit den Tätern in uns was ganz Wichtiges ist. Niemand kann den Beweis erbringen, wie er oder sie sich verhalten hätte in einer solchen Situation. Aber da die Elemente Täter in einem selbst, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, sich damit näher zu beschäftigen. Das ist ja auch ein Thema im Moment, auch ein psychologisches Thema. Es gibt ja eine ganze Menge auch an Literatur inzwischen dazu, Retraumatisierung und Traumaübertragung, zweite, dritte Generation Shoah. Und da wird immer wieder auch gefordert, zweite, dritte Generation Täter,
muss genau dasselbe tun, muss sich auch damit auseinandersetzen. Und so kann ein Dialog vielleicht entstehen. Versöhnung ist ausgeschlossen, behaupte ich. Wer soll sich damit wem versöhnen? Sondern es geht darum, die Dinge hinterfragen und dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eben Opfer und Täter sich zueinander verhalten. Und das kann man auch an diesen Guantanamo- und Abu Ghraib-Dingen deutlich machen, denn da ist auch nichts eindeutig. Also das Bild, das nach dem Foto mit Linde England gemacht worden ist, das ist nicht eindeutig. Da muss man sich auch noch mal näher drüber diskutieren, wie man dies interpretiert. Und uns hat eigentlich, ich glaube, so kann ich sagen, Sandra, die Beschäftigung mit den Bildern in der Stunde hat uns vielleicht auch deutlich gemacht, dass wir uns gerade von solchen Eindeutigkeiten lösen müssen und eben schauen müssen, wie zirkulär das auch in der Zeit sich dann verändern kann, um ein tieferes Verständnis zu bekommen, was eigentlich zwischen Opfern und Tätern geschieht. Ja. Sandra? War okay so? Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Reichel. Möglicherweise gibt es Fragen oder Anmerkungen zu dem, was Sie vorgetragen haben als Überblick über die Arbeit Ihres Workspace. Ich glaube, Michael Petau hat sich gemeldet. Ich versuche gerade die Hand wieder runterzukriegen, weiß nicht, wie ich das machen soll. Also deswegen. Nochmal draufdrücken. Ja, von mir wird hier jeder, also wer es wagt, die Hand zu heben, wird sofort drangenommen. Ja. Da waren eben zwei Hände. Nee, ich wollte nur noch mal sagen, also diese Sache, das ist natürlich etwas, was uns in Kolumbien auch tagtäglich sozusagen, also in der Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur begegnet. Diese Frage, also gibt es überhaupt sowas wie eine Versöhnung? Ne? Also der ganze Friedensprozess ist ja darauf zielt ja darauf ab, dass sowas sein, dass eine solche Versöhnung stattfinden muss. Jetzt sagte Herr Dr. Reichel, aber es kann gar keine Versöhnung geben. Ja, genau. Habe ich das falsch verstanden? Da wollte ich gerade sagen. Ich meine, die Frage ist natürlich, was heißt Versöhnung? Also ich habe in Bogotá hat es vor 2 Jahren eine interessante Ausstellung gegeben, La Guerra que no hemos visto, also der Krieg, den wir nicht gesehen haben. Also vor allen Dingen gerichtet an die Bewohner der Hauptstadt, die natürlich den Krieg auf dem Land nicht erlebt haben. Und es waren ausgestellt, waren Bilder von Personen, die Akteure, Täter waren, auf allen Seiten. Ja? Also Guerilla, Polizei, Militär, Paramilitärs, die sich gegenseitig sozusagen beschossen haben und gegenseitig ermordet haben und was weiß ich. Und es war interessant, dass also diese Personen also gemeinsam, ja, nun muss man natürlich sagen, das waren alles Personen, die in einer Traumabewältigungstherapie waren. So sind die Bilder auch zustande gekommen. Aber es war unglaublich beeindruckend zu sehen, wie alle, obwohl sie ja aus gegnerischen Lagern kamen, wie alle zusammen und gemeinsam auch sozusagen durch die Ausstellung geführt haben. Also ich will nicht sagen, klar, Versöhnung ist natürlich, ist ein riesiger Anspruch, gebe ich zu. Aber es kann doch so etwas geben, wie die Rolle so weit zu reflektieren, dass der gegenseitige Hass und die gegenseitige Ablehnung überwunden wird. Ob das jetzt Versöhnung ist, weiß ich nicht. Aber naja, nur so als kleine Anmerkung. Aber ich finde es absolut okay, wenn wir mit dieser durchaus offenen Frage einen Abschluss finden in Bezug auf die Retrospektive auf den ersten Workspace. Vielen Dank nochmal. Dann komme ich zum zweiten Workspace. Die Zukunft der Erinnerung, Erinnerungskultur in der virtuellen Welt am Beispiel des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln. Die meisten von uns kennen dieses NS-Dokumentationszentrum, was sich sehr große Verdienste erworben hat in Bezug auf die Aufarbeitung der Historie und der Vorgeschichte des Nationalsozialismus und auch alles tut, um das, was damals geschehen ist, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und ich bin sehr gespannt,
liebe Ulrike Sommer, was Sie als Resümee in Bezug auf die Arbeit dieses Workspace uns erzählen können. Ja, zum richtigen Arbeiten sind wir eben leider nicht mehr gekommen. Das wir sicherlich auch alle sehr bedauerlich fanden. Also wir haben, wie geplant, den Input von Herrn Dr. Lukassen bekommen, der nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass virtuelle Angebote eben nicht nur etwas sind, was jetzt in der Pandemie fast praktisch unumgänglich ist, sondern das hat tatsächlich im NS-Doc eine deutlich längere Geschichte und auch eine positive Geschichte, dass man von vornherein sich das Ziel gesetzt hat, Angebote zu machen, die eben auch andere Zielgruppen erreichen, die möglicherweise auch zu einer stärkeren Demokratisierung von Angeboten führen, neue Recherchemöglichkeiten eröffnen, etc. Und wir haben dann wirklich so eine kleine Tour d'horizon mit Herrn Lukassen machen dürfen, durch die verschiedenen Angebote, vom virtuellen Rundgang durch die Gedenkstätte, bei dem man die einzelnen Audio- und Videostationen aufrufen kann, zu dem Angebot erlebte Geschichte, in dem man einzelne Lebensgeschichten aufrufen kann, aber auch genauso gut recherchieren kann unter gezielten thematischen Fragestellungen. Wir haben noch kennenlernen können die Datenbank Stolpersteine, ein Angebot zur Jugend 1918 bis 1945 mit verschiedenen Unterangeboten und auch nochmal, was ich sehr interessant fand, das von den SchülerInnen aktiv selbst gestaltete Projekt Jugend- und Schülergedenktag, was dieses Jahr auch ins Virtuelle gewandert ist. Also wo man sieht, dass Schüler diese Gestaltungsmöglichkeiten dann auch gerne nutzen, um sich da aktiv einzubringen. Daraus hätten sich jetzt bestimmte Fragen ergeben. Also die Fragen, die aufgetaucht sind und die, von denen wir gerade begonnen hatten, sie aufzuarbeiten, ist zum einen die Frage natürlich, wie ist das mit den Zeitzeugen? Wir stehen ja sowieso vor der Situation, wo die Zeitzeugen zunehmend sterben. Als authentische Personen, die ihre Erlebnisse wiedergeben können und das auch immer in einer bestimmten Art und Weise tun. Und ihre sehr individuellen Erzählungen präsentieren. Und wir haben stattdessen vielleicht jetzt virtuelle Quellen, die aber auch in ganz anderer Art und Weise bearbeitet werden können. Also was man zum Beispiel bei individuellen Zeitzeugen aus Respekt vor ihren Lebensgeschichten so vielleicht gar nicht machen würde. Also dass man zum Beispiel verschiedene Lebensgeschichten miteinander konfrontiert und das auch SchülerInnen anregen kann, nochmal zu sehen, so aus dieser Multiperspektivität heraus zu sehen, so wo ist da eigentlich das Problem? Also ich fand das Beispiel, was Herr Lukassen genannt hat, da sehr schön, von dem Zeitzeugen, der sagte, er hat sich über jede Bombe gefreut, die auf Köln gefallen ist, der aber ein Opfer war, weil er im KZ saß, und dem anderen, der irgendwie ganz dramatische Kriegsgeschichten erzählt hat, der aber eigentlich nicht nur zur Mehrheitsgesellschaft, sondern eher in die Tätergruppe fiel. Und ich glaube, das ist dann etwas, was sehr anregend und positiv sein kann. Interessant wäre auch noch gewesen, der Frage nachzugehen, inwieweit es einen Unterschied macht, ob man tatsächlich am Ort ist mit dieser Aura, die ja Gedenkorten auch zugesprochen wird und die sie, glaube ich, auch wirklich oft für Menschen haben und eben einer virtuellen Repräsentation. Wichtig wäre auch noch mal der Frage nachzugehen, also wenn man mit virtuellen Methoden arbeitet in Gedenkstätten, dann ermöglicht das möglich vielleicht individuellere Lernwege, aber es ist nicht mehr die persönliche Begegnung, wie man sie eben traditionell früher mit Zeitzeugen hatte. Und damit wären wir beim letzten Punkt, den wir auch nur noch gestreift oder den Herr Lukassen noch mal so gestreift hat, den ich aber durchaus auch einen wichtigen finde. Mit den virtuellen Angeboten ermöglicht man natürlich auch nochmal ganz andere Formen der Recherche, also ganz andere und tiefere Formen der Auseinandersetzung, mit denen Schüler auch sehr und SchülerInnen sehr eigenständig umgehen können und auch ihre eigenen Lernwege beschreiten können. Soweit erstmal so als Zwischenbilanz. Vielen Dank, Frau Sommer. Möglicherweise gibt es Fragen oder Anmerkungen zu dem, was Sie vorgetragen haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann liegt es mit Sicherheit daran, dass Sie einen sehr informativen und lebendigen Beitrag gehalten haben, der gar keiner Fragen mehr bedarf. Das hat vor allem Herr Lukassen gemacht.
informativen und lebendigen Beitrag. Dann danken wir Ihnen und Herrn Kubacki mit sehr viel Information gemeinsam. Dann komme ich zu unserem dritten Workspace, der überschrieben ist mit dem Titel Wer zeugt für den Zeugen? Und ich bin ganz besonders froh, dass wir hier ein Workspace haben, vom Leiter des Zentrums für verfolgte Künste inhaltlich bestritten worden ist von Herrn Kaumkötter. Das hängt mit einem persönlichen Erlebnis zusammen. Ich bin nämlich im vorigen Jahr in diesem Museum gewesen und hatte die große Freude und das Erlebnis von Herrn Kaumkötter eine Führung zu erleben, und die war unglaublich anregend und eindrucksvoll. Und ich bin ganz traurig darüber, dass ich nicht in diesem Workspace sein konnte, weil ich selber einen Workspace durchgeführt habe. Und deshalb bin ich natürlich auch sehr gespannt auf die kleine Retrospektive dieses Workspaces. Und das wird Sophie Schönlube, Frau Schönlube wird das machen. Frau Schönlube, Sie haben das Wort, bitte schön. Ich danke Ihnen. Wie gesagt, wir haben uns in Workspace Nummer 3 mit dem Titel Wer zeugt für den Zeugen in erster Linie mit der Deutung und der Interpretation der Holocaust-Kunst auseinandergesetzt und hatten dazu, wie Sie angedeutet haben, einen tatsächlich sehr interessanten, sehr gut einleitenden Vortrag von Herrn Kaumkötter, dem Direktor des Zentrums für verfolgte Künste in Solingen. Und er hat uns hauptsächlich in die Problematik, die Schwierigkeit der Deutung der Holocaust-Kunst eingeführt, vor allem in Bezug auf die Täter-Opfer-Perspektive. Und zwar haben wir gelernt, besteht die Problematik bei der Deutung der Holocaust-Kunst darin, dass der Betrachter die Kunst mehr oder weniger automatisch in Bezug auf ihren historischen Kontext, in dem Fall also automatisch in Bezug auf den Nationalsozialismus, interpretiert und das Kunstwerk dadurch vielmehr als historisches Dokument, als historische Quelle, wenn man so möchte, wahrgenommen wird als ein tatsächliches Kunstwerk. Das heißt also, dass bei der Interpretation der Holocaust-Kunst mehr die historische Komponente, mehr der historische Kontext als die eigentliche künstlerische Wertschätzung des Kunstwerkes, des Bildes im Vordergrund liegt. Und dieser Aspekt, diese automatische Kontextualisierung dieser Holocaust-Kunst spielt für uns heute Abend natürlich eine besonders wichtige, eine besonders interessante Rolle, weil die Holocaust-Kunst somit einen sehr entscheidenden Beitrag zur Erinnerungskultur, was ja auch unser heutiges Thema ist, beiträgt und beitragen kann und im Grunde genommen in gewisser Weise die Rolle der Zeitzeugen, wenn diese einmal nicht mehr existent sind, fortführen kann oder fortführen könnte. Und in der anschließenden Diskussion haben wir nicht mehr sehr viel Zeit gehabt und haben im Grunde genommen die Rezeptionsgeschichte, die verschiedenen Ansätze zur Deutung der Holocaust-Kunst vertieft und ausgeweitet. Und ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Herrn Kaumkötter für die interessanten Beiträge. Ja, vielen Dank, Frau Schönlube. Welche Fragen, Anmerkungen zum Beitrag von Frau Schönlube gibt es? Ich sehe momentan keine Hand, die sich hebt, und im Chat Thomas? Ach, Thomas Kaut. Thomas Kaut? Ja, das ist nicht ein grundlegendes Problem, dass Kunst immer mit auch dem kunstfremden Kriterien betrachtet wird. Also die großen Künstler der Renaissance werden doch heute nach ihrem Geldwert betrachtet. Also ja, ich meine nur, es ist eine große Gefahr, dass Kunst nie einfach nur von der ästhetischen Seite her betrachtet wird. Und natürlich für die Kunst, die in den Konzentrationslagern entstanden ist oder als Reaktion darauf, gilt das natürlich leider auch. Aber es ist ein Dilemma der Kunst überhaupt. Oder wie sehen Sie das? Da, wie Sie sich denken können, habe ich dann natürlich jetzt auch ein Beispiel, was ich aus der Schublade ziehe. Niemand fragt sich jetzt wirklich ernsthaft, wo war Picasso, als er Guernica gemalt hat? Und hat Picasso das jetzt wirklich als Zeuge erlebt? War er bei der Bombardierung der baskischen Stadt dabei? Sondern er hat etwas Überzeitliches geschaffen. Etwas, was
nicht nur diesen Kontext bedarf. Und Sie haben natürlich recht, die Kontextwissenschaften dominieren die Kunstgeschichte, die ist leider viel zu schwach. Und die Kunstbetrachtung ist auch immer wieder dominiert natürlich von vielen anderen Faktoren. Und natürlich kann man Kunstwerke, die zum Beispiel im Konzentrationslager entstanden sind, nicht ohne das Konzentrationslager betrachten. Aber die Künstler, die Künstlerinnen haben oft auch etwas anderes geschaffen. Und es gibt Werke, denen sehen Sie an, dass irgendetwas Dramatisches, Schlimmes mit diesen Menschen passiert ist, aber Sie müssen nicht unbedingt automatisch diese Zeitinformation, diese Täterperspektive haben. Zum Beispiel Holbein hat auf Vorrat diejenigen porträtiert im Tower, die von, ich glaube, das war Heinrich der Achte, zum Tode verurteilt waren, damit die Familien später bei ihm einen Auftrag geben konnten. Und wenn Sie diese Zeichnungen sehen, die Holbein persönlich im Tower von zum Beispiel der Bischof von Rochester oder so gemacht hat, dann sehen Sie, diesem Menschen ist nicht wohl in seiner Haut, der dort porträtiert wird. Es gibt also schon auch etwas Emotionales, was man überzeitlich festhalten kann. Und wenn wir uns aus der Täterperspektive lösen, was wir nicht können, aber wenn wir es zumindest versuchen, dann können wir das Objekt und den Wert dieses Objektes und auch seine emotionale Qualität höher schätzen. Vielen Dank. Noch eine Zusatzfrage. Glauben Sie, weil das ja vorhin auch in einem anderen Workspace angeschnitten war, die Frage der Empathie, dass hier die Betrachtung der Kunst vielleicht doch helfen kann, eine Empathie auf eine andere Ebene zu heben. Also ganz bestimmt. Also das ist diese Kunst des besonderen Dramas, und es war mir eine große Ehre, Herrn Pütz, das war im Übrigen eine öffentliche Führung während der Corona-Zeit, weil alle waren abgesprungen und der Direktor musste dann zum Schluss ran und die Führung machen, und es war wirklich ein großer Genuss, weil Sie dort viele Dinge entdecken, die man sonst nicht sieht, die nicht kanonisiert sind. Diese Kunst ist noch nicht kanonisiert. Viele, viele Sachen schlummern noch in den Archiven, in den Depots und bei den Familien. Da sind wir erst am Anfang. Und das ist noch lange nicht in einem kollektiven Gedächtnis angekommen, was dort alles entstanden ist. Langsam lösen sich die Schwarz-Weiß-Muster auf und man erkennt die Grautöne. Und in diesen Grautönen, so wie Primo Levi das gesagt hat, in der Grauzone hat man überlebt, und die Kunstwerke sind ein Beweis dieses Überlebens. Ich mache mich jetzt mal selbst zum Fragesteller, Herr Kaumkötter. Dieses Zentrum für verfolgte Künste ist ja nicht irgendein Museum, sondern das ist ein Museum, was ein Programm hat, was gleichzeitig auch eine gesellschaftspolitische Orientierung impliziert. Und also für mich, das habe ich schon gesagt, war der Besuch dieses Museums sehr eindrucksvoll, weil er bei mir auch nochmal bestimmte Dinge, die ich sicherlich über andere Wege auch schon für mich als gesellschaftspolitische Ziele formuliert habe, etwas tiefer verankert hat. Einfach durch das Erlebnis dieser Kunstwerke und auch durch die Art und Weise, wie Sie das vermittelt haben. So, und jetzt habe ich eine ganz aktuelle Frage. Dieses Erlebnis, was ja vor allen Dingen über den Besuch des Museums herstellbar ist, das ist ja momentan nicht möglich zu realisieren. Haben Sie trotzdem Kontakt zum potenziellen Publikum, oder welche Möglichkeiten haben Sie, die Ziele, die mit dem Programm verbunden sind, trotzdem noch in der Öffentlichkeit zu thematisieren? Ich hab gestern Morgen einen völlig irren Anruf gehabt. Wir sind eins der wenigen Museen auf diesem Planeten, die sich diesem Thema widmen. Wir haben mit den Vereinten Nationen zusammengearbeitet. Die UNO wollte uns eigentlich im Dezember letzten Jahres zur letzten Sitzung des Weltsicherheitsrats im Hauptquartier in New York vorstellen, auch mit unseren Projektpartnern. Also
mit Yad Vashem und mit dem Mozak, mit unserem Netzwerk, sage ich mal. Das konnte natürlich nicht stattfinden wegen Corona. Im Frühjahr kam die UNO dann, im letzten Frühjahr, nachdem das klar war, das findet nicht statt, auf die Idee, wollen wir nicht eine Online-Ausstellung machen. Also haben wir zum 9. November auch wiederum mit all unseren Partnern eine Online-Ausstellung gemacht. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon mal in Solingen waren und wie viele von Ihnen auch schon mal in Solingen-Gräfrath waren. Es ist wunderschön hier, aber es ist, auch wenn es sehr nah an Köln und Bonn ist, ist es doch sehr weit weg. Und wir sind hier nicht unbedingt der kulturelle Hotspot, sodass wir eine überschaubare Besucherinnen- und Besucheranzahl haben. Durch diese Online-Ausstellung hat sich unser Instagram-Account und auch die virtuellen Besucher haben sich vertausendfacht. Also wir haben eine unfassbare Resonanz auf diese Online-Ausstellung gehabt, sevenplaces.org. Und jetzt als Echo, und da kann ich noch mal etwas zu diesem politischen Impetus, also für eine pluralistische, freiheitliche Gesellschaft sich einzusetzen, sagen, jetzt haben wir verabredet, dass diese Ausstellung in diesem Jahr, im November, in Hongkong in real gezeigt wird, im Tolerance Center. Die, fragen Sie mich nicht, wie, ich vermute mal übers Internet, auf diese Ausstellung gekommen sind und uns angesprochen haben, ob wir die jetzt nicht mit einem Programm in real dort zeigen können. Und wir hatten so etwas Ähnliches schon mal in Mexico City, dass wir haben wir eine Ausstellung mit Cartooning for Peace über Migration gemacht. Da haben die gesagt, wir haben ja ein aktuelles Migration, Zwangsmigration ist ein aktuelles Thema. Haben Sie nicht eine Ausstellung dazu? Und dann haben wir die digital nach Mexico City geschickt und die ist dort im Museum der Weltkulturen gezeigt worden. Und jetzt ist es wieder so ein Fall, dass wir sehen, und da gebe ich natürlich auch den Vorrednern recht, man sieht, wie wir mit unserer Geschichte umgehen und wie man das transportieren kann jetzt in diese Situation nach Hongkong hinein, wo mir mein Kontaktmann dort sagte, die sind alle total überdreht, die lassen sich nicht impfen, weil sie Angst haben, dass die Festlandchinesen was da in den Impfstoff reingemischt haben. Es ist eine hoch nervöse Situation. Und wie kann man da, also ein Ai Weiwei-Foto wird in einem Museum abgenommen, aber was kann man machen? Und dann kommen die auf dieses Riesenmuseum in Solingen-Gräfrath und fragen dann an, ob man diese Ausstellung dort zeigen kann, um eine Position reflektiert, quasi über Bande gespielt, darzustellen. Also wie geht man mit Minderheiten um? Das ist zwar eine künstlerische Ausstellung, aber Thema ist natürlich die Pogromnacht oder sind die November-Pogrome, und genau das wird das Thema sein. Und dann natürlich können Sie nicht vielleicht auch mal eine Tafel noch mal machen zur Ausgrenzung von Minderheiten. Also das ist die große, das ist, überrascht uns immer wieder, aber das ist die große Chance dieses jungen Museums. Ja, vielen Dank. Also ich finde es toll, dass Sie gerade in dieser Situation ganz offensichtlich nicht nur Ihr Programm reduzieren, Ihr Programm beibehalten konnten, sondern dass Sie das sogar einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen konnten. Das finde ich klasse. Vielen Dank. Ja. Meine Frage? Ja, eine Frage. Ja, bitte. Ja, beim Museum für verfolgte Künste ist es klar, dass der Kontext, der politische Kontext, deutlich wird. Meine Frage ist nun, gibt es nicht dennoch in anderen, wo das nicht in die solche ein Museum ist, bei den Werken aus derselben Zeit eine ganz unterschiedliche Rezeption, eben auch sowas wie eine plurale Rezeption von Werken, zum Beispiel gerade von bei Musik oder bei Bildern, die je nach Zugang und Typ von den Menschen, die ein Werk rezipieren, eben ganz verschieden aufgenommen werden kann. Also auch plurale Rezeption und auch nicht so festgelegt auf das, was ja in so einem Museum, wenn es so in dem Kontext gezeigt wird, ja schon sehr intendiert wird. Also das ist klar, dass wenn Sie ein Kunstwerk in dem Kontext des Lagers, also in dem Kontext des Todes des Künstlers eigentlich oder des,
des nicht vollzogenen Mordes des Künstlers zeigen, ist es sehr dominant und sehr stark. Zeigen Sie ein Kunstwerk bei uns im Kunstmuseum in einem ganz bewussten, wir sind kein historisches Museum, wir sind ein Kunstmuseum. Sie zeigen es in einem Kunstkontext, ist es wieder anders. Und zeigen Sie ein Kunstwerk in Berlin auf der Kunstbiennale, wie Berek von Arthur Schmiewski, eine Videoinstallation, die alte Menschen beim Krankenspielen zeigt, dann passiert gar nichts. Zeigen Sie dieses Kunstwerk in der ehemaligen Fabrik von Oskar Schindler in Krakau, dann wird der Kurator dann bekommt der Kurator Todesdrohungen und steht unter Polizeischutz des polnischen Veranlass vom polnischen Geheimdienst, weil radikale Morddrohungen ausgesprochen haben, die als realistisch angesehen werden. Dasselbe Kunstwerk, zwei verschiedene Orte, zwei komplett unterschiedliche Reaktionen. Das ist absolut kontextabhängig und es ist gerade die Kunst und die Kunstwerke, die aus der Zeit stammen, aus der Zeit des Naziterrors, aber auch die sich mit dieser Zeit befassen und es reflektieren. Ich erinnere an Jonathan Mese, der durch seine Theaterauftritte vor Gericht kam und dann über die Kunstfreiheit freigesprochen wurde. Das ist, und da muss ich sagen, Herr Kaut, es ist halt dann nicht die Renaissance-Kunst, sondern es ist unsere Gegenwart und es ist unsere politische und schreckliche Gegenwart und Vergangenheit. Und es ist deshalb auch keine normale Kunst. Ja, das ist der eine Punkt, verschiedene Kontexte, aber ich denke auch individuell gibt es verschiedene Zugänge und verschiedene Wahrnehmungen. Die einen studieren vorher Geschichten oder gehen autobiografisch ran, andere gucken sich ein Bild einfach an, weil sie sich das Bild angucken wollen. Die haben einen anderen Zugang, also da gibt es auch Pluralität. Ja, also absolut. Ja. Ich habe eine Ausstellung vor 3 Jahren gemacht mit meinem wunderbaren Co-Kurator, der Talal El Nayer, der war Vorsitzender des sudanesischen Karikaturistenverbandes, sowas gibt es auch. Und er hat eine Karikaturausstellung gemacht über Migration, das war das, was dann weitergegangen ist nach Mexico City. Und ich als privilegierter, weißer, mittelalter Mann habe natürlich eine ganz andere Rezeption und Wahrnehmung als derjenige, der sich mit dem Schlauchboot vor der Verfolgung retten konnte. Und das sind alles individuelle Größen. Aber interessant ist, dass die Kunst ein Katalysator und ein Motor ist, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das war bei unserer Migrationsausstellung sehr, sehr spannend, dass wir also ohne großartig was erzwingen oder wollen zu müssen, konnten wir zwischen Mexiko, Sudan und Flüchtlingen, die in Süditalien leben und dort künstlerisch tätig sind, über das Internet alles bei uns ins Museum bringen. Also das, und jeder hat sicherlich seine eigene individuelle Rezeption und Wahrnehmung. Trotzdem kommt man irgendwo auf eine Gesprächsbasis. Ja, wenn ich es richtig sehe, haben wir momentan keine Wortmeldung. Und wenn das so ist, dann gehen wir zum Workspace 4. Thema Erinnerungskultur im Spannungsfeld von Ideologie und politischen Interessen. Und die Frau Turo wird uns berichten, was in diesem Workspace alles vorgefallen ist. Ja, das war ein sehr langer, spannender Vortrag. Vielen Dank, Herr Fütz. Und zwar ging es darum, wie Geschichte überhaupt interpretiert wird. Herr Fütz hat den Staatsanwalt Bauer erstmal zitiert, der gesagt hat, nichts ist Vergangenheit. Und das, was wir denken, was Geschichte ist, das ist das Bild, was wir uns von der Geschichte machen. Und das hängt aber von Einstellungen und Werten zusammen.
die auch miteinander konkurrieren. Also je nachdem, was ich für Interessen vertrete oder wie auch Geschichtsbilder manipuliert worden sind, entstehen Narrative über die Vergangenheit. Ja? Und Menschen identifizieren sich auch mit ihrer Vergangenheit. Und die Frage ist einfach, wie wird Vergangenheit transportiert und was wird weggelassen, ja, indem man meinetwegen Dinge übermalt, indem man Dinge überschreibt, gar nicht mehr erwähnt. Und an was will man sich erinnern? Ja, und dann haben wir den ganz großen Bogen von der Weimarer Republik in unsere heutige Zeit gemacht. Herr Pütz ist ja engagiert in der Bürgerinitiative Umbenennung des Hindenburgplatzes und der Hindenburgallee hier in Bonn. Und diese Initiative hat sich die Frage gestellt, warum müssen Plätze und Straßen noch nach Hindenburg benannt werden? Ja, wer kann sich damit identifizieren heute? Und das ist ein Thema, was sich viele Menschen schon gefragt haben, in verschiedenen Städten auch. Und das zeigt einfach, dass die Menschen sich heute sensibilisiert haben für das Thema Erinnerungskultur. Wir haben über sehr, sehr viel gesprochen. Herr Pütz, jetzt müssen wir Sie mir zur Hilfe kommen. Ich finde, inhaltlich haben Sie eigentlich schon eine sehr erschöpfende Retrospektive gemacht. Was die Dramaturgie betrifft, gibt es eigentlich etwas, was ich sehr selbstkritisch sagen muss. Ich habe viel zu lange gesprochen und deshalb hatten wir zu wenig Raum für die Diskussion und sind dann, als wir in die Diskussion einsteigen wollten, unterbrochen worden. Das war in der Tat so. Ja, ja. Also was ich aber an der Stelle vielleicht sagen darf, ist, dass es ein erfreuliches Ereignis gibt, was indirekt mit der Überschrift unserer Veranstaltung zu tun hat, die ja nicht nur eine betrachtende kontemplative Show ist, sondern wo es ja auch um Handlungsorientierung geht. Gestern hat der Bürgerausschuss der Stadt Bonn mehrheitlich beschlossen, dass sowohl der Hindenburgplatz als auch die Hindenburgallee demnächst umgenannt werden. Ja. Bravo. Insofern bin ich heute relativ gut gelaunt. Ja. Ja, ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet. Doch, Thomas. Nee, ich habe nur geklatscht. Achso. ja, da können wir uns doch alle beglückwünschen, Thomas. Möglicherweise gibt es noch Fragen oder Anmerkungen. Ich habe jetzt keine Wortmeldungen gesehen. Okay. Wenn das so ist, dann denke ich. Vielleicht eine Frage würde mich interessieren, mal in die Runde auch. Wir haben bisher in dieser Initiative immer nur über Namenänderung in einen anderen Personennamen. Aber ich könnte mir zum Beispiel, habe so mal nachgedacht, wenn wir jetzt die sogenannte Hindenburgallee in Allee der Gleichberechtigung umbenennen, weil das ja gerade das Thema war, für das Elisabeth Selbert eintrat. Also, dass wir im Grunde Straßennamen auch nach unseren Wertvorstellungen, also nicht immer nur nach Heldinnen und Helden, sondern auch nach den Werten. Oder ich meine, Bonn ist zum Beispiel eine Stadt, in der das Grundgesetz beraten und beschlossen worden ist. Es gibt keinen Platz des Grundgesetzes in Bonn. Hat Bonn keine Ehrfurcht, keinen Respekt vor dem Grundgesetz? Das sind so Fragen, die ich mir auch stelle. Müssen Straßennamen immer nur Personen oder können sie auch Werte, die für uns wichtig sind? Also wie sehen Sie das? Wie sehen die anderen in der Diskussion das?
Also ich kann dir da nur zustimmen, Thomas. Wir haben ja sowas in Bonn, Platz der Vereinten Nationen beispielsweise. Ja, 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 aber nicht des Grundgesetzes. Also warum? Nee, genau. Also ich meine, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann dir da nur zustimmen. Also warum nicht? Also muss nicht immer Person sein, finde ich. Kann ich eben mal, ja? Ja, genau. Ja, ich meine, es werden ja alle Vogelarten und so weiter durchdekliniert bei Straßen und Orten. Insofern, denke ich, beantwortet sich die Frage von Thomas auf jeden Fall ja schon fast von selbst. Ich wollte noch einen anderen Punkt ansprechen, der, wie schon gesagt, es kam kaum eine Diskussion, war kaum mehr möglich, den Gerd Pütz unter den Themen benannt hat, die diskutierenswert wären, nämlich die Frage oder das Thema, wie sieht es denn aus mit der Beteiligung unterschiedlicher sozialer Schichten der Bevölkerung in dieser Geschichtsdebatte, in der Aneignung von der Geschichte, in der Wahrnehmung und der Meinung, und natürlich auch in dieser Auseinandersetzung um Geschichte. Und da gab es die Feststellung. Tut mir leid, das war eine technische Panne. Ich hatte einen Totalabsturz, aber glücklicherweise befinde ich mich im Gustav-Stresemann-Institut und konnte in das Nebenzimmer gehen. Ja, vielen Dank, Frau Tuchow. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sollten einfach fortfahren mit dem Workspace 5. Und ich habe jetzt leider meine Unterlagen auch nicht mehr dabei, weil ich in einem anderen Raum bin. Als Moderatorin oder als Moderator die Retrospektive. Gerd, tu mal was aufs Ohr. Alles klar. Wer ist der Moderator für den Workshop? Du. Gerd, hörst du jetzt mich? Gerd? Ja, also. Gerd, hörst du mich? Ja, ich höre jetzt. Alles Dieter gut. Salz, während du abgestürzt warst, hat Dieter Salz das Wort ergriffen und war gerade dabei, auszuführen. Also Okay. Vielleicht lässt du ihn noch zu Ende reden. Ja, natürlich. Okay, also ich hoffe nicht, ich habe den Absturz verursacht. Nein, Dieter Salz, auf keinen Fall. Gut, ich war eigentlich fast am Ende. Also es ging schlichtweg um die Frage, wie ist die Beteiligung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und Schichten an dieser geschichtlichen Auseinandersetzung und an der Aneignung und ja, dieser politischen gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und das ist ja nun unübersehbar, nicht nur im Teilnehmerkreis dieser Veranstaltung hier, sondern an der Auseinandersetzung und in der Debatte in der Gesellschaft überhaupt, dass das eigentlich eine Auseinandersetzung ist, die getragen ist von einem Bildungsbürgertum, von einem linksliberalen Schicht in der Gesellschaft, mitnichten oder sehr nachgeordnet, aber von Menschen, die normalen Berufen nachgehen und die eher früher, hätte man gesagt, Arbeiterklasse, Arbeitnehmerklasse, also auf jeden Fall von Menschen, die eben nicht dem Bildungsbürgertum im klassischen Sinne angehören. Die Frage, die sich ja daraus meines Erachtens nicht nur jetzt bezogen auf diesen Workspace, sondern generell an das Thema folgt, ist, was bedeutet das für diese ganze Auseinandersetzung? Vor allem auf dem Hintergrund, wenn man das jetzt soziologisch betrachtet, eine Gesellschaft sich zunehmend fragmentiert und im Zuge dieser neoliberalen Formierung der Gesellschaft innerhalb der letzten 30, 40 Jahre eben genau Bildung sich sehr stark verschoben hat und so eine Öffnung, die es gegeben hat, im Bildungssystem wieder sich eher geschlossen hat und von daher solche Aneignungs- und Auseinandersetzungsprozesse eben auch sehr ungleichgewichtig vollziehen. Was bedeutet das genau für diese Aneignung von Geschichte und für sowas wie Hegemonie, die in der Gesellschaft sich herausbildet?
Das, denke ich, ist eine Frage, die eigentlich sich an das Gesamtthema auch richtet und auch an die Ausführungen von Frau Assmann am Anfang. Das wird mir eigentlich jetzt erst klar, dass das möglicherweise auch da noch sozusagen ein Thema wäre, was da zu spiegeln wäre. Ja, vielen Dank, Dieter. Ja, das ist mit Sicherheit eine Frage, die nicht nur an einen Workspace oder an die Repräsentanten eines Workspace gestellt worden ist, sondern es ist eine Frage, die sich auf das Gesamtthema bezieht. Und also ich hatte zum das ist eine wichtige Frage und ich würde es sogar sehr pointiert ausdrücken und sagen, wenn es uns allen nicht gelingt, Menschen zu gewinnen, die halt eben nicht in diesem bildungsbürgerlich möglicherweise sogar sehr engen Kreis sich mit diesem Thema beschäftigen, dann werden wir Schwierigkeiten haben, das Thema auch in dieser Gesellschaft wirklich zu verankern. Und von daher finde ich, ist es wichtig, eine Diskussion darüber zu führen, welche Ideen und welche Möglichkeiten sehen wir, Menschen zu erreichen, die sich normalerweise nicht in diesem Diskussionshorizont bewegen, aus welchen Gründen auch immer, die wahrscheinlich durchaus die Bereitschaft haben, aber die den Zugang nicht finden. Also das ist sicherlich ein Diskursfeld, was nicht nur für eine, sondern für ganz viele Veranstaltungen als Thema durchaus wichtig wäre. Okay, auch jetzt sehe ich keine Wortmeldung. Ich muss mich nochmal entschuldigen für den Totalabsturz eben. Warum das so gewesen ist, weiß ich nicht. Ich sitze jetzt an einem anderen Schreibtisch, an einem anderen Platz, habe die Unterlage auch nicht zur Verfügung, aber ich weiß, dass wir jetzt beim fünften Workspace sind und der fünfte Workspace heißt Erinnerungskultur und Traumabewältigung in Kolumbien. Und glücklicherweise kenne ich den Moderator, das ist nämlich der Michael Petau. Und den Michael würde ich bitten, uns ganz kurz eine Retrospektive dieses Workspace zu zeigen und was die wichtigsten Punkte waren, die dort in der Diskussion standen. Lieber Michael, bitte. Ja, vielen Dank, Gerd. Also ich muss sagen, an dieser Aufgabe, die vielschichtigen Berichte der Referentin und des Referenten zusammenzufassen, also da kann man, glaube ich, nur scheitern, weil es in der Tat sehr vielfältig und sehr vielschichtig war. Und ich habe es auch noch vermasselt, muss ich sagen, eine Aufgabe, die ich mir eigentlich gestellt hatte, nämlich auf den Aufnahmeknopf zu drücken, um den Workspace aufzunehmen, sodass man das später auswerten konnte. Das habe ich erst gemerkt, als die Hälfte der Zeit vorbei war. Also ein bisschen habe ich noch, aber der Rest ist einfach weg. Also das tut mir leid, habe ich schlichtweg verbaselt. Aber ich will mal versuchen, das so ein bisschen vielleicht ja, strukturiert zusammenzufassen, ganz kurz. Sowohl Ursula als auch Uli Kollwitz, Ursula Holzapfel und Uli Kollwitz, hatten über ihre Arbeit berichtet, die sie in Kolumbien gemacht haben seit vielen, vielen Jahren. Und also die Menschenrechtsarbeit, Erinnerungsarbeit. Und ich will jetzt mal zwei Sachen hervorheben. Und zwar haben sie berichtet auf zwei Ebenen, würde ich das mal sagen. Auf zwei Ebenen. Einmal auf einer, wie wichtig das ist, auf einer individuellen Ebene. Individuelle Ebene in dem Sinne, dass es dazu führt, eben für Personen, für Opfer, dass die Erinnerungsarbeit also eine tatsächliche Strategie zum Überleben ist und um ihre Trauma zu überwinden. Gleichzeitig auch geht es auf einer gesellschaftlichen Ebene, nämlich also die Gewalt insgesamt, die da stattfand und weiterhin stattfindet,
die auch anzuklagen und die Menschenrechte einzufordern. Und wenn man diese beiden Ebenen zusammenbringt, dann haben wir es in der Tat mit dem zu tun, was Alida Aßmann in ihrem Referat ja als kulturelles Gedächtnis bezeichnet hat. Denn diese gesellschaftliche Ebene, es reicht ja eben nicht aus, nur die Sachen zu erzählen, so wichtig das natürlich für die Individuen ist. Und das hat Ursula Holzapfel sehr, sehr eindrücklich dargestellt, wie wichtig das ist, also für die Überlebenden der Gewalt, also für die Frauen und auch für die Kinder, diese Erzählarbeit zu machen. Aber um das auf eine gesellschaftliche Ebene zu heben, muss natürlich noch etwas anderes passieren. Da muss das, was erzählt wurde, das muss in irgendeiner Form gespeichert werden. Es muss, und das, was gespeichert wird, muss in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt werden der Gesellschaft. Und umgekehrt muss natürlich auch in der Gesellschaft müssen Mittel vorhanden sein, auf dieses zur Verfügung gestellte zugreifen zu können. Also das sind so diese vier Ebenen dieses gesellschaftlichen Gedächtnisses, wenn man so will. Und in erster Linie, wir hatten also diese zwei Ebenen, also Ursula hatte sehr intensiv darüber berichtet, wie die Arbeit angefangen hat. Die hat ja lange in Kolumbien angefangen, bevor der Friedensvertrag zwischen der Regierung und der FARC-Guerilla im Jahre 2016 zustande gekommen ist. Also lange vorher schon hatten sie mit dieser Arbeit angefangen, mit dieser Menschenrechtsarbeit und mit der Erinnerungsarbeit, und welche Bedeutung das eben vor allen Dingen hat für die Opfer, da gemeinsam an bestimmten Projekten zu arbeiten, auf die ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen kann, weil das würde den knappen Rahmen, den ich jetzt habe, einfach sprengen. Uli Kollwitz hatte dann darauf hingewiesen, dass sie zunächst einmal Erinnerungsarbeit machten, um die Opfer, die es zu beklagen galt, die nicht in Vergessenheit zu geraten, und dass das aber eine so wichtige Funktion dann hatte, auch in der Gemeinde, in Quibdó, in dem Ort, dass das sozusagen offiziell von der Diözese übernommen worden ist und in einer Kapelle, also eine Erinnerungsstätte eingerichtet worden ist. Und wir hatten das dann auch anhand einer kurzen Videosequenz und anhand von Fotos hatten wir das dann dargestellt. Ja, ich glaube, damit belasse ich das jetzt erstmal. Jetzt alles Weitere, da müsste ich mehr auf Details eingehen. Das wird aber nicht gelingen. Wenn ich jetzt was ganz Wichtiges vergessen habe, bitte ich Ursula und Uli, mich zu ergänzen oder gegebenenfalls auch zu berichtigen. Nein, ich denke, das war eine ganz gute Zusammenfassung. Ich würde mir jetzt nichts hinzufügen. Ja. Ich würde noch mal. Ursula? Ist in Ordnung, sage ich, was er gesagt hat. Okay. Alles gut, ganz offensichtlich. Also. Ja. Für mich war es schon wichtig, dass Ursula gerade mit eben Frauen aus der Unterschicht arbeitet. Genau das, was nicht die intellektuelle Gruppe ist, die sonst oft sonstige Arbeit macht, sondern gerade eben Basisarbeit macht und eben nicht nur über die Worte, sondern gerade über Sticken, über Bilder machen und indirekt ausdrücken, weil das wichtig ist zur Traumabearbeitung und nicht das Intellektuelle alleine eine Rolle spielt, sondern erst durch diesen Zugang es möglich war, dass die Leute da weiterkamen. Ne? Das finde ich schon wichtig zu erwähnen. Mhm. Ja. Vielen Dank. Momentan sehe ich keine Wortmeldungen. Gleich wird mir auch irgendjemand sagen, dass wir unter Zeitdruck stehen. Ich nehme die Gelegenheit wahr, einen kleinen Werbeblock zu machen, und zwar einen Werbeblock, der mit diesem fünften Workspace zusammenhängt. Der Verein Wissenskulturen macht seit vielen Jahren regelmäßig Informationsveranstaltungen, Ursula Holzapfel und Ulrich Kollwitz über ihre Arbeit, die ja eben sehr ausführlich dargestellt worden ist, referieren. Und wir werden auch dieses Jahr, wenn uns Corona nicht daran hindert, eine solche Veranstaltung machen. Und der Verein würde sich natürlich freuen, wenn viele derjenigen, die hier
momentan an dieser Veranstaltung teilnehmen, auch diese Veranstaltung besuchen würden. Und was ich immer besonders eindrucksvoll fand an den vergangenen Veranstaltungen, dass es hier ja um Menschen handelt, die in einer Bürgerkriegssituation agieren und dass in der Tat in solchen Kriegssituationen immer der Krieg auf ganz unterschiedlichen Ebenen geführt wird. Es ist halt eben auch ein Krieg in Bezug auf die Interpretation der jüngsten Geschichte. Und das ist einerseits ein wunderbares Exempel, aber andererseits zeigt es auch, sagt es auch sehr viel aus über die, über den Mut und das Engagement derjenigen, die dort Erinnerungskultur betreiben. Ja, wenn es jetzt keine Wortmeldungen, doch es gibt von Norbert Reichel, gibt es eine Wortmeldung. Ja, bitteschön. Ja, dann Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. So, dann mache ich auch noch gleich ein bisschen Werbeblock als Mitveranstalter. Ich habe es gewusst. Ist auch klar. Also man kann also noch Hintergrundinformationen zu all diesen Dingen in meinem Blog, der sich inzwischen so zu einem kleinen Internetmagazin entwickelt hat, finden, demokratischer-salon. Sie können den auch abonnieren. Das, wenn Sie drauf gucken, finden Sie das. Und zu dieser Tagung kann ich Ihnen versprechen, dass der Workspace 1, den Sandra del Pilar und ich gemacht haben, wir haben einen kompletten Text. Der ist ein bisschen länger noch als das, was wir vorgestellt haben, weil wir vorher natürlich kürzen mussten, nachdem wir das in der ersten Version gesehen hatten, mit den Bildern, die wir gezeigt haben. Das werden wir uns bemühen, in der nächsten Woche einzustellen. Dann steht das da, sodass Sie dann auch dieses nachschauen können. Und natürlich wird der Link nochmal dann auch vom Gustav Stresemann Institut verteilt, wenn Sie die Dokumentation der Tagung machen. Also ich wollte Sie nur einladen, da auch mal reinzuschauen, und für Anregungen bin ich jederzeit zu haben. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, nach wie vor sehe ich jetzt keine Teilnehmermeldungen, auch keine Werbeblogs mehr. Ja, und zu einer anständigen Veranstaltung gehört auf jeden Fall, dass der Veranstalter und Gastgeber ein wunderbares Schlusswort hält. Und deshalb übergebe ich jetzt mit großer Freude an Wilfried Klein. Ja, vielen Dank, Gerd Pütz, für die Moderation des dritten Blogs. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie teilgenommen haben hier heute Abend. Ich bedanke mich bei diesem wirklich sehr, sehr anregenden und ja auch durch den ganzen Abend führenden Vortrag von Professor Aßmann. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns haben teilhaben lassen daran. Und danke auch allen Impulsgeberinnen und Impulsgebern aus den Workspaces. Ich habe den Eindruck, dass der größte Fehler des heutigen Abends der war, dass ich geglaubt habe, wir kämen mit 45 Minuten hin für diese Workspace. Das hätten wir definitiv jederzeit länger machen müssen, also auch nicht nur durch die Verschiebung, sondern auch länger hätten länger ansetzen müssen. Das zeigt mir aber auch, wie wichtig und richtig es war, dass wir diese Veranstaltung hier heute gemacht haben, gemeinsam mit Wissenskulturen und demokratischer Salon. Ich bedanke mich wirklich mal bei euch, bei allen beiden als Kooperationspartner, Norbert Reichel, Gerd Pötz und Michael Peter und allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Und ich möchte mich hier an der Stelle auch mal bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Gustav-Stresemann-Institut bedanken, die Frau Turo, die nicht nur moderiert hat, sondern auch mitgearbeitet hat in der ganzen Vorbereitung, ist bei uns eine Langzeitpraktikantin und ist hier richtig reingerutscht in dieses Thema. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Frau Limbach als Sachbearbeiterin bei uns ist dann auch mit eingestiegen und hat das hier alles möglich gemacht. Vielen Dank dafür. Und auch der Sophie Schöndube, die moderiert hat, die ist nämlich Praktikantin bei uns im Gustav-Stresemann-Institut, mehrmals als Praktikantin. Vielen Dank dafür, dass Sie alle so toll mitgemacht haben. Ihnen also nochmal herzlichen Dank für die Zeit, die Sie hier investiert haben. Und ich sehe uns wirklich mit viel Aufgaben auch ausgestattet. Und ich würde mich freuen, mit Wissenskulturen und demokratischer Salon noch weitere Veranstaltungen zu machen, gerne auch zu diesem Thema, denn das werden wir ja auch, denke ich, fortsetzen. Es ist ja genug an Fragen übrig geblieben heute, genug an Stoff nicht bearbeitet worden.
Also insofern vielen Dank dafür, dass Sie uns so ausreichend mit Aufgaben ausgestattet haben. Und mein Werbeblock besteht einfach darin, dass ich Ihnen sage, Sie werden zeitnah von dieser Veranstaltung weitere Informationen bekommen von uns. Also den Mitschnitt, den Link zum Mitschnitt ist das Material, was vorgestellt worden ist. Und dann freue ich mich, wenn Sie das eine oder andere Mal vielleicht wieder zu unseren Veranstaltungen kommen. Hoffentlich aber auch ins Haus hier ganz leibhaftig, denn wir haben auch eine Hütte hier, also wo man richtig gut tagen kann. Und da freue ich mich vor allem im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die jetzt seit über einem Jahr in Kurzarbeit sind, wenn das wieder hier möglich ist. Bis dahin verbleiben wir auch so in der digitalen Welt. Schönen Gruß nach Kolumbien, schönen Gruß in die ganze Republik. Wir hatten auch Teilnehmer und Teilnehmer aus Berlin, aus Mecklenburg-Vorpommern. Auch das macht die digitale Welt möglich, dass man das so kombinieren kann. Haben Sie eine gute Zeit, passen Sie alle auf sich auf und lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass das das letzte Frühjahr ist der Pandemie und dass wir dann uns daraus entwickeln und uns daran dann erinnern, dass es eine schwere Zeit war und uns dann mit anderen Sachen beschäftigen, die dann dieser Welt auch entspricht. Also alles Gute, schönen Abend noch, kommen Sie gut heim, die meisten sind ja zu Hause und ja, bleiben Sie gesund. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao. Tschüss.